Moin, meine Lieben. Ja, wir haben eben noch flott gefrühstückt, sind jetzt auf dem Weg zur Kita. Und ja, hundemüde, weil wir kaum geschlafen haben. Aber die Aufregung hält schon ganz schön wach, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute wird nach so langer Planungszeit endlich unser Haus direkt aus Schweden von Exihus geliefert und vor Ort auf unserem neuen Grundstück aufgebaut. Und ja, wir wollen natürlich unbedingt dabei sein und nehmen euch wie immer mit. Es ist echt ein Wahnsinnsgefühl zu sehen, wie die ganze Theorie und die Planung der letzten Monate langsam Form annimmt. Übrigens wurde gerade ein Wandelement aufgestellt, bei dem wir uns was ganz Besonderes überlegt haben. Also der Kran hat auch ganz schön zu kämpfen mit dem Wind heute. Aber dazu dann in den nächsten Videos mehr. Im Laufe des Tages sollen jetzt 2 bis 3 Sattelzüge an Material ankommen, die zeitlich versetzt immer entladen und dann aufgebaut werden oder aufgestellt werden. Und laut dem Bauleiter Chris soll das Erdgeschoss in wenigen Stunden schon komplett stehen. Wir werden mal sehen. Zum Aufbau der Außenwände bei den Schwedenhäusern ist Folgendes zu sagen. Die bestehen aus einer Holzrahmenbauweise, sind mit 25 cm Dämmung gedämmt. Die Innenseite der Wände sind mit OSB beschichtet. Das hat einmal eine aussteifende Funktion und ist gleichzeitig Trägermaterial für den späteren Rigips. In diesen Wänden kann man jetzt auch die Installation verlegen, Elektroleitung, Wasserleitung. Auf der Außenseite hat man dann das klassische Holzpanel. Das gibt es entweder liegend oder stehend. Da kann man sich alles aussuchen. Genau, als besonderes Merkmal bei den Schwedenhäusern sind natürlich die schwedischen Fenster noch zu erwähnen, die in dem Fall nach außen aufgehen. Ich zeige das mal direkt hier. Die kann man jetzt 180 Grad schwenken, wenn nicht gerade eine Rüstung davor steht. Ist in dem Fall hier also heute nicht möglich. Und der riesengroße Vorteil ist, dass der Wind die Fenster in die Dichtung reindrückt und die Fenster dadurch nicht undichter werden. Ein zweiter großer Vorteil ist, dass man das Fensterbrett nicht freiräumen muss. Man kann seine Blumentöpfe stehen lassen und gleichzeitig das Fenster öffnen. Man verliert auch im Innenraum nicht so viel Platz, wenn man jedes Mal den Fensterflügel auf- und zuschlagen muss.
Wir haben uns übrigens deshalb für ein Schwedenhaus entschieden, weil wir es einfach etwas individualisieren konnten, weil Schwedenhäuser für uns einzigartig sind und super gemütlich und weil sie einfach sehr wertbeständig sind. Unser Schwedenhaus besteht größtenteils aus Holz, also einem Material mit sehr, sehr guten Dämmeigenschaften, für das wir in letzter Zeit eine sehr große Schwäche entwickelt haben, so wie für unser Tiny House. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. So, zur Bodenplatte ist Folgendes zu sagen. Wir haben ja eine Thermobodenplatte oder auch Warmgrundfundament genannt. Der große Unterschied zu einer herkömmlichen Bodenplatte, wo man als allererstes 20 cm Beton gießt und dann obendrauf anfängt zu isolieren mit Dämmung und die Fußbodenheizung zu verlegen und Wasserleitung, ist, dass hier das ganze System umgedreht wurde. Hier liegen im Prinzip 20 cm Dämmung unter der Bodenplatte. Darauf kommt die Fußbodenheizung. Das Ganze ist schon in der fertigen Schalung eingefasst. Und wenn der Beton kommt, sind die Wasserleitungen drin, die Fußbodenheizung, das ganze Abwassersystem ist fertig und der Beton wird so fein nivelliert, dass er gleichzeitig der Estrich ist. Wir brauchen hier also keinen weiteren Estrichaufbau mehr. Vielleicht auch ganz interessant für euch, dadurch, dass unser Schwedenhaus aus Holz besteht, also ein Material, was sehr robust und langlebig ist, erzeugen wir im Laufe der Zeit etwa nur 40% der Emissionswerte, wie das bei einem Standardhaus der Fall ist, was vielleicht Stein auf Stein gebaut ist und nicht die Konstruktions- oder Dämmeigenschaften mit sich bringt. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir über die KfW ein sehr günstiges Darlehen in Anspruch genommen haben, mit einem Tilgungszuschuss, den wir im Laufe der Zeit nicht zurückzahlen müssen. Das vielleicht nur als kleine Info für alle, die sich für das Thema Finanzierung interessieren, in Verbindung mit nachhaltigen Holzhäusern. So, und falls ihr jetzt noch neugierig seid, welche Schwedenhäuser es sonst noch so gibt, unterschiedliche Baustile, unterschiedliche Größen, findet ihr die Internetseite von XUHUS auch nochmal in der Videobeschreibung. Unter dem Video packen wir euch nochmal rein, wie auch die Kontaktdaten von SAS Schwedenhaus, also dem Vertriebspartner, mit dem wir praktisch unser Schwedenhäuschen dahinter mir bauen.